Dieses Video wurde mit freundlicher Unterstützung vom QNAP Club produziert. In einem meiner letzten Videos habe ich gezeigt, wie man ein QNAP NAS aufbaut, also die Festplatten reinschraubt. Und als erstes macht man das NAS natürlich an und dort bekommt man in der Regel einen Assistent von QNAP zu sehen. Aber dahin müssen wir erstmal kommen. Das NAS wird übrigens vom Browser aus gesteuert. Man braucht also erstmal keine Zusatzsoftware, um das NAS zu kontrollieren. Aber wir müssen erstmal die IP-Adresse des NAS wissen, um auf das Webinterface zu kommen. Es gibt zwei Möglichkeiten, um an die IP-Adresse ranzukommen. Das kann man entweder im Router machen, einfach schauen, welche IP wurde dem NAS zugeordnet. Oder man benutzt ein Programm von QNAP, den QFinder Pro. Dort kann man einfach nach dem NAS suchen lassen. Das wird in der Regel gefunden und es zeigt dort die IP-Adresse an. Wir bekommen jetzt hier noch den Dialog, ob der SMTP-Server noch konfiguriert werden soll. Da sage ich einfach mal nein. Uns interessiert jetzt in dem Fall nur die IP-Adresse vom NAS. Die merken wir uns und geben die in den Browser ein und bestätigen mit Enter. Wer jetzt aufgepasst hat, der sieht, dass ich hier nicht die gleiche IP habe, die ich vorhin gefunden habe. Das ist richtig. Ich habe den QFinder mit einem anderen NAS aufgezeichnet. Das soll euch aber nicht weiter stören. Oben seht ihr jetzt die andere IP. Das ist in dem Fall die 192.168.178.84. Das NAS begrüßt uns dann mit einer intelligenten Installationsanleitung und die starten wir auch direkt. Im ersten Schritt kann ich Name des NAS festlegen, so wird es dann im Netzwerk gefunden. Der Benutzername ist immer Admin und für den lege ich jetzt ein möglichst sicheres Kennwort fest. Im nächsten Schritt kann ich die Zeitzone einstellen und sollte festlegen, dass es einen festen NTP-Server gibt. Die Einstellungen mit dem NTP-Server können so belassen werden. Die Zeitzone sollte natürlich korrigiert werden auf die, in der man sich befindet. Man kann sich dort an den Hauptstädten orientieren. In meinem Fall wäre das Berlin, also Deutschland. Und damit stimmt dann auch die Zeit auf dem NAS. Der nächste Schritt ist jetzt etwas spannender, denn jetzt muss man überlegen, wie möchte man aufs NAS zugreifen. Hat man einen Router, der in der Lage ist, eine vernünftige DNS-Auflösung im eigenen Heimnetzwerk zu machen, dann kann man über den Namen zugreifen. Der Name war in unserem Fall jetzt UsefulWit gewesen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass das eher schlecht als recht funktioniert mit den gängigen Routern. Deshalb verwende ich eine statische IP-Adresse. Das heißt, das NAS hat immer die gleiche IP. Damit es nicht zu Konflikten mit dem Router kommt, sollte man die IP in einem Bereich wählen, in dem der Router keine IPs vergibt. Schaut dazu bitte ins Handbuch oder ins Webinterface von eurem Router, welche Adressbereiche der Router freilässt und man selbst vergeben kann. In diesem Fall wähle ich die IP 192.168.178.235. Die restlichen Einstellungen lasse ich so, wie sie sind. Hier wird man nochmal darüber informiert, was für Dienste auf dem NAS laufen. Das kann man einfach weiterklicken. Und jetzt wird es auch nochmal spannend. Jetzt kommt die RAID-Konfiguration. Das ist, wie man sieht, ein NAS mit zwei Datenträgern und dementsprechend bekommt man auch nur die RAID-Typen angezeigt, die für ein 2-Bay-NAS überhaupt verfügbar sind. Das sind in diesem Fall JBOD, Just a Bunch of Disks, RAID 0 und RAID 1. RAID 1 ist das einzige, bei dem die Dateien redundant vorgehalten werden. Das heißt, fällt eine Festplatte aus, kann ich bei einem RAID 1 einfach die defekte Festplatte rausziehen, tue eine neue rein mit der gleichen Größe, das RAID wird wieder aufgebaut, das heißt, die Dateien werden wieder gespiegelt und ich habe meine Dateien alle wieder sicher. Verwende ich jetzt JBOD oder RAID 0 und eine Festplatte fällt aus, sind alle Daten weg. Keine Chance, kommt man nicht mehr dran. Und aus diesem Grund wähle ich ja auch RAID 1. Man sollte halt beachten, dass man natürlich nur die halbe Kapazität hat. Hätte ich jetzt zum Beispiel JBOD oder RAID 0 gewählt, hätte ich die volle Kapazität gehabt, aber habe die Dateien, wie gesagt, nicht redundant. Das war es jetzt auch schon mit der Einrichtung. Man sieht jetzt nochmal in der Übersicht, was man alles ausgewählt hat. Hier kann man dann auf Übernehmen klicken und dann wird die initiale Einrichtung automatisch durchgeführt. Man wird hier nochmal informiert, dass natürlich die Festplatten jetzt gelöscht werden. Das bestätigt man einfach und jetzt muss man einfach nur noch warten. Worauf ihr jetzt mal achten solltet, schaut mal in die IP-Leiste. Das NAS hat sich ja mit der 84 angemeldet am Router und wir haben ja die 235 ausgewählt. Ist dieser Ladebalken bis zum Ende gelaufen, läuft noch ein Counter ab, den müssen wir auch noch abwarten. Und dann achtet jetzt mal auf die IP oben. Der springt jetzt automatisch auf die IP, die wir ausgewählt haben, auf die 235. Jetzt klicken wir einfach auf Anmeldung. Benutzername ist Admin. Das Passwort ist das, das wir vorhin ausgewählt haben. Und jetzt bin ich schon im NAS. Jetzt bekomme ich hier so ein paar Willkommensfenster. Die kann ich im Grunde alle wegklicken. Die initiale Einrichtung ist damit aber abgeschlossen. Bekomme auch direkt eine Firmware-Aktualisierung angeboten. Das ist auf jeden Fall ratsam, die gleich mal zu machen. Aber das ist nicht Inhalt dieses Videos, deshalb klicke ich hier mal auf Nein. Das war's mit der initialen Einrichtung.